Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Bauernhof. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, die ersten Bäume auf unserer Farm sind entstanden und der Harvester, der pupt hier die ganzen Sachen raus und mein Inventar ist voll. Ich war kurz AFK, hatte das hier nochmal, ne? War bei der Basis, hab die Kabel gecraft, hab hier auch noch ein bisschen Platz gemacht und stehe hier so rum, wundere mich auf einmal, dass mein ganzes Inventar halb zugemüllt ist, weil, ja, wir haben, und ihr seht es vor allem, wir haben Resin, das ist sehr gut, da wollten wir ja drauf hinaus. Und jede Menge anderes Zeug, jetzt auch hier im System drin. Ja, ich habe ein bisschen Platz gemacht, dass wir hier ein bisschen arbeiten können. Und ich habe mich doch für die Barrels entschieden, weil Reasons. Und muss sie jetzt nur eben wieder finden. Wo habe ich sie denn? Ach, die sehen wir da manchmal. So. Holz, Samen, Resin. Sollte eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Okay. Ist natürlich wieder falsch. Eh klar. Müssen wir konfigurieren. Wie soll ich denn da jetzt rankommen? Hallo? Okay. So. Was passiert denn, wenn wir auf Insert gehen? Ohne Filter, aber das Barrel nimmt nur eine bestimmte Sorte Sachen an. Das weiß ich gar nicht. So, und bei der Farm sagen wir Extract, Always Active. Gut. Da müsste ja jetzt der nächste Baum wachsen. Und was ich nicht bedacht habe, hier kommt Sludge raus. Hier kommt Sludge raus. Hat er denn Samen zurückgepackt? 31, ja, das funktioniert schon mal. Und ob das funktioniert, sehen wir beim nächsten Baum. Aber was machen wir denn mit dem Sludge? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, da kommt der nächste Baum. Ja, gucken. Hier packt er die Holz rein, Resin rein. Und ja, warum packt er keine Samen? Weil hier die Priorität höher ist. Das heißt, solange hier Platz ist, wird er die da reinpacken und dann erst hier rein. Genau so soll es sein. Gut. Dann haben wir da unser Holz. Fantastisch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay. Und so kriegen wir auch Resin. Können wir uns das aus der Tasche da mal eben reinpacken. Und jenes welches könnten wir dann direkt hier auch weiterverarbeiten, wie gesagt. Dazu müssten wir dann hinterher da ein Import-Export-Ding raus machen. Ich mache mal eben kurz hier zum Einstellen, dass wir da herankommen. So. Und das, wir brauchen wahrscheinlich auch noch so ein Item-Zerstörungsding, wenn wirklich zu viele Sachen hier im System landen. Aber gut, so würde jetzt erstmal im Prinzip die Baumfarm und die Rosinen- oder Resinfarm funktionieren, die wir ja brauchen, um Enderperlen herzustellen. Im Prinzip also läuft die ganze Geschichte. Dann lass uns das mal eben weiterdenken. Also wir brauchen Ashley, wir brauchen Rosinen, wir brauchen ja die, also mit der Farm hier wollen wir die Soap herstellen. Da brauchen wir Rosinen. Wird durch Smelting hergestellt. Da überlege ich gerade, ob wir dafür das Holz verwenden sollten. Und wir brauchen dieses Ashley Buckets. Charcoal und Wasser. Okay. Folgende Überlegung. Wenn wir ich würde jetzt als ersten Schritt sagen, wir machen jetzt aus dem Holz, machen wir Charcoal. Ich glaube, das ist der logische erste Schritt. So. Aus Charcoal machen wir so.
Da weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Es gibt ja dieses Problem. Bei manchen kann man das nur aus der Seite rausnehmen. So, wir machen mal In-Out. Wir brauchen Filter. Wir müssen jede Menge Filter erstmal bauen. Ich glaube, ich habe nicht genug Teile bei, um Filter zu bauen, oder? Dann müsste ich Eisen haben und Papier. Nee, haben wir nicht. Komm. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Es ist schon wieder dunkel. Hier ist es auch mehr dunkel als sonst was. Schon wieder das Licht aus. Ja, also wir brauchen Papier, wir brauchen Trichter, Eisen, Gerät diese. Wir müssten eigentlich mal diesen Papierbaum, den müssten wir mal vermehren. Und dann auch irgendwie automatisieren oder so. Das hätte doch mal was. So. Gut. Haben wir denn noch ein paar Ducts, Hopper, Dinger irgendwo rumliegen, weil wir bauen dauernd irgendwie neue Teile und achten manchmal gar nicht drauf, ob wir noch irgendwelche Sachen haben, ne? Die auf jeden Fall nicht, okay. Gucken wir mal eben das Papier da rein. Müsste eigentlich schon einen zugeordneten Ort haben. Okay. Und dann, glaube ich, stellen wir auch direkt ein paar mehr Itemfilter her. Ich weiß nur nicht, ob wir auch da mal Advanced Itemfilter herstellen sollten, aber naja. Itemfilter. Hopper Ducts, wie habe ich doch gedacht. Also Hopper, ich sage immer Hopper Ducts, weil diese Mod, die hat es mir angetan. Okay, wir haben Chests, aber wir haben kein... Haben wir schon wieder keine Eisenbarren? Oh no. Oh Leute, wie ist denn immer das Eisen hin? Das ist ja noch Eisen schmelzen, nützt ja nichts. Zack. Eisen? Kein Eisen? Aluminium. Habe jetzt kein... Das fehlt uns jetzt gerade, dass wir jetzt keine Eisen-Ingos haben. Echt jetzt? Da war bestimmt noch eine Notreserve irgendwo, oder? Eisenplatten, Eisen irgendwas. Nein. Nein. Ha. Das gibt's doch nicht. Ja, gut. Aber Hopper haben wir vielleicht noch hier in der Kiste. Ein Hopper. Immerhin. Mein Kart, kein Hopper. Da, das dauert natürlich jetzt einen Moment. Gut, aber wir können ja schon mal mit dem einen Filter da unten die Sachen weiterbauen. Und wir können uns schon mal die
Crafting, das Auto-Crafting-Ding bauen. Ich hoffe, da haben wir jetzt alle Teile. Und zwar, jetzt finde ich das so wieder nicht. Machen wir Ender. Ender.io und dann das Ding hier. Und dazu müssen wir das Ding bauen. Und dazu müssen wir ein Slice and Spice bauen. Genau, das müssen wir erstmal bauen. Slice and Spice. Da haben wir jetzt die Sachen alle da. Und das Ender.io. Aber es müsste ja eigentlich dann hier an unserem Energienetz auch funktionieren. Tut's. Und wir brauchen für die Rezepte jetzt ganz, ganz viele Sachen, die wir hier von Hand da reinpacken müssen. Und wir brauchen, muss das eine goldene Pickaxe sein und ein Shears? Ist das ein Verbrauchsteil? Nee. Liquid Craft jetzt auch, okay. Iron Axe, Shears. Kopf. Das Zeug. Zombie Head. Iron Axe und Shears. Okay. Das kriegen wir doch alles hin. Iron Axe. Was machen wir eigentlich mit diesem Stormdust hier? Hier können wir mal gucken, ob wir da in den Kisten noch was haben. Also Eisenbarren. Aber das ist alles ein Grund mehr, warum die Inventare langsam mal verbunden sein sollten. Ne? 17 Diamanten haben wir auch noch drin liegen. Nur bei den Samen denke ich immer, oh, bitte, bitte. Sei doch einfach mal Zinn. Sei doch einfach mal Sonnenblumen. Oder Enderlilies. Geht Eisen, Bronze, Aluminium. Ein Eisen-Ingo. Zinn. Oh, jede Menge Zinn. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Charcoal. Nehmen. Ich habe auch so ein bisschen angefangen, das hier einzusortieren, ne? Ja, das wird noch Wahnsinn, das alles hier zu ordnen dann wieder. Und ja, während wir warten, kann ich euch eben erklären, was ich hier vorhatte. Ich hätte mir jetzt überlegt, dass die Züge, oder der Zug erstmal, aber demnächst die Züge, die hier ankommen, hier unten so einen Bahnhofsbereich bekommen. Und dann können wir durch diese Fenster immer schön die Züge sehen. Und der eine Zug von unseren Farmen kommt hier hinten durchgefahren, im Haus vorbei. Dann hier durch. Da müssen wir leider, glaube ich, den einen großen Baum entfernen. Und fährt dann hier durch und fährt dann hier unten, hier durch rein oder so. Da müssen wir wahrscheinlich diese Treppe nochmal weiter nach hinten verlegen. Was jetzt auch nicht so das Problem sein sollte. Und ja. So könnten wir das dann handhaben. Läuft hier denn alles, hm? Hm? Bestimmt. Wenn wir irgendwann fertig sind damit. Leute, wir basteln jetzt seit so vielen Folgen diese Anlage eigentlich im Prinzip. Aber ist doch schön. Da kann man nicht sagen, oh, das ist ja schon Cheat-Technik. Andere müssen dafür Ender-Leute umhauen. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Iron Axe. Schawupp. So. Iron. X. Schawupp. Und dann brauchen wir Shears. So. Dann brauchen wir Silikon. Wir brauchen Rednet. Achso, wir brauchen den Zombie-Head. Oh, was habe ich denn schon wieder als Inventar? Machen wir den Eimer Wasser weg. Mit so viel Liebe habe ich den jetzt gecraftet. Ne, habe ich noch nicht gecraftet. Was fehlt denn da noch?
Das Ding haben wir auch. Ich muss das alles noch machen. Okay. Pappmaschine muss ich herstellen. Also mal rein. Dann einen Blank Moped. Was ist das? Green, green, green. Hauptsache green. Green, green, green. Sind alle meine Kleider. Einmal tun wir mal weg. Den brauchen wir nicht. Green. Green. Green Wool. Lime. Green Slime. Crafting Green Dye. Guck mal, was mit denen geht. Nein. Uff. Dwarf Elder. Das sind alles nur Sachen, die wir auf den Boden packen. Wo keine Green Dye rauskommt. Wir müssen viel mehr von diesem Zeugs ernten, wenn es auf dem Boden rumfliegt. Boxwood. Switchgrass. Ich glaube, ich habe es aus Versehen immer alle weggemacht, ne? Naja. Können wir sie auch nicht mehr vermehren, müssen wir also neu finden. Toll, Garderul. Oh. So, Zombie-Head. Das ist vielleicht ein Zombie-Head. So, Zombie-Head. Aber wir haben doch einen im Inventar gehabt. Oder bin ich doof? Hm. Wie dem auch sei. Was wollten wir jetzt? Genau, den Zombie-Head brauchen wir. Verstehe ich nicht. Wir hatten doch einen schon im... Oder gibt das schon mal beim Aufrufen einfach nur? Ich weiß es nicht. So, kriege ich das noch hin? Wir brauchen... Das Ding dahin. Das Ding dahin. Dahin. Das scheint so richtig zu sein. Ich habe ein Rezept auswendig wiedergeben können. Fantastisch. So, damit haben wir jetzt so ein Control-Unit-Ding. Und... Wieso ist das jetzt wieder nicht synchronisiert? Was fehlt da noch? Ach, das Machine Casing wahrscheinlich wieder, ne? Ah, es fehlen Eisenbarren, na. So. Wisst ihr noch, als wir das früher von Hand alles gecraftet haben, was wir da jetzt hätten hin und her laufen müssen? Das kann es ja keinem erzählen. Okay, dann hätten wir jetzt einen automatischen Crafter. Das wäre gut. So, weswegen sind wir eigentlich hingegangen? Wir brauchten Itemfilter noch mehr, genau. Das heißt, wir stellen nochmal Hopper her. So. Genau. Jetzt bin ich aber auch gespannt, wie der Crafting Table funktioniert. Ob der so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn nicht, haben wir gelitten. Okay, was haben wir hier? Strom? Braucht der? Okay, müssen wir mal anschließen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier genauso.
Okay, Puffer gibt's hier nicht. Der nimmt es wirklich nur aus dem System. Interessant. Ist natürlich schwierig, dann haben wir so ein bisschen wenig Überblick. Ach, vor allen Dingen, wie können wir dann Items hier normal rein... Gut, der kann die erst vom Nebenan nehmen, er kann die schon aus dem System nehmen, ne? Und nimmt sich die dann so, wie er sie braucht. Und zuführen können wir Items dann nur, indem wir irgendwo eine Kiste hinstellen, die auch an das System angeschlossen ist. Wenn wir jetzt sagen In-Out, sollte er eigentlich die automatisch die richtigen Mengen nehmen können, die er braucht, um irgendwas zu craften, wenn er den Strom hätte. Ne, hier können wir Items reintun. Ne, können wir nicht. Hä? Hä? Okay, finden wir raus. Wir machen erstmal Never Active, damit wir das in Ruhe ausklamüsern können. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, was wir mitnehmen wollten? Ja, wir hatten den Itemfilter. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Weil ich mag das natürlich auch, wenn man so das Inventar daneben hat und dann natürlich die Sachen sieht, die man hat und braucht und machen und tun. Mal gucken. Die Katze ist offensichtlich die ganze Nacht sehr glücklich gewesen. Wir sind aufgewacht und die Katze ist immer noch glücklich. Das ist doch schön. Nun gut. Weiter geht es mit unserer fantastischen... Das ist übrigens blöd, dass wir die Schmiede jetzt da hingebaut haben, an dieser eine Ecke. Die bauen wir da direkt wieder weg. Weil wir haben ja mehrere Schmieden und dann können wir diese Schmieden... Boah. Okay. Siehste, warum wir jetzt die Solarzellen nicht hier vorne hingestellt haben? Und der baut das weiter trotz Latsch. Interessant. So, pass auf. Die machen wir wieder weg. Und aber ich weiß, komm. Wenn dann richtig. So. Soll er aber eine Kerze finden. Und dann können wir nämlich alles, was irgendwie gebrannt werden muss, dann nochmal separat. An die Wand. Ja, nur mit einem Abstand, damit wir da eine schöne Biegung haben. Wobei es ja nur eine Sache ist, die gebrannt werden muss. Aber egal. Weiß Gott, wie viel Farben wir hier noch bauen. Und hinterher haben wir hier nicht genug Platz oder so. Wo ist denn meine... Wo sind meine... Da. So. Ich muss auf so einen Klotz drauf gehen, muss, um das einzustellen hier. Okay. In und out. Insert. Sprucewood. Sprucewood, doch. Priority höher als es einzulagern, weil es soll sofort verarbeitet werden.
Oh, und dann sollte das funktionieren, wenn er jetzt anfängt, da zu ernten. Sollte dann Sprucewood nicht in der Kiste landen, sondern in der Schmiede. Da kommt dann Charcoal raus. Und Charcoal würde dann in der Kiste landen. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Schmiede. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die diese Seiteneinfüllung sein muss. Deswegen lassen wir mal einen Platz. Und dann sagen wir... Filter. In and out. Insert. Filter. Rosin. Mit einer höheren Priorität als da. So. Und natürlich können wir hier jetzt sagen. In and out. Genau, jetzt kommt hier in die Furnace rein. Und das ist das Problem. Es kommt hier nämlich nur rein, aber nicht raus. Deswegen müssen wir einen weiteren... Oh, wir können Kabel sparen, Leute. Pass mal auf. Guck mal, hier. So, dann sagen wir hier. Insert. Mit einer ebenfalls hohen Prio, aber nicht ganz so hoch wie die vielleicht oder so, ich weiß nicht. Oh. Ist natürlich blöd jetzt hier, das war so nicht gedacht. Wie ihm auch sei. Er hat auf jeden Fall jetzt hier Charcoal drin. Das heißt, und hier können wir dann Extract, In and Out, Insert, bei Extract, Always Active und dann können wir zum Beispiel hier die Charcoal schon wieder zum Brennen nehmen. In and out, insert, extract. Warte mal. Tu mal die Charcoal hier rein. So. Extract always active. Insert in and out ins so muss es. In and out. Extract always active und hier. In and out, extract, always active. So. Dann haben wir hier in and out. Und dann fängt er hier an. Oh nee, hier müssen wir einen Filter setzen. Insert Filter, da soll er nur Charcoal nehmen. Ich will nur einen haben, bitte. So, hier soll nur Charcoal reinpacken. So, und der ist hier in and out. Und der hier
ist In and Out, Extract Always Active. Und der hier ist nur Charcoal In, Extract Out Always Active. Sollte dann in ein weiteres Fass gehen. Und da machen wir dann In and Out. Ho. In and Out Insert. So. Ich glaube, wir sollten wirklich bei allen mit Itemfiltern arbeiten, aber wir können es natürlich locken. Indem wir sagen hier. Was? Das ist alles sehr, 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 sehr konfus. Wir wollten hier Insert mit einer hohen Prio. Die Chuck. So, hier mit der hohen Priorität Charcoal reinhaben. In and out. Nee, da müssen wir auch mit Filtern arbeiten. Das geht so nicht. Aber wir haben doch... Wir können doch hier den Filter setzen. Wie haben wir das denn nochmal gemacht? So, huch. Würde ich sie hier reinschmeißen und da den Filter setzen. So. Dann In and Out. Hohe Priorität. Always Active. So, und hier. In and Out. Extract Always. Dann brauchen wir mal eben hier fertiges Resin. Und setzen den Lock. So. Also, was jetzt passieren sollte. Hier wird Charcoal hergestellt. Na, switcht immer rein und raus. Das ist natürlich klar. Also das ist natürlich blöd, wenn es immer hier hin und her geht. Und aus irgendeinem Grund extrahiert er hier auch nicht. Always active. Also. Was hier passiert ist, er nimmt die Charcoal dauernd rein und raus, weil er, ne, das ist irgendwie hier nicht gut. Deswegen müssen wir hier sagen, Insert, rein, Blacklist, so, also, hier unten als Treibstoff bitte keine Charcoal rein, weil wir erzeugen ja, jawohl. Aber man kann ruhig das Holz verbrennen hier, ne? Also Blacklist, Charcoal. So, was ist dann, wenn wir das machen? Dann müsste da Holz reinkommen. Genau, so wollen wir es haben. Und damit wuppelt das auch nicht mehr hin und her hier.
So, und bei In and Out, genau. Bei Extract, Always Active, sollte er jetzt die Charcoal rausnehmen. Macht aber auch nicht. Always Active, Green. Frage ist, ob er hier einlagern kann. Wir gucken. In and Out. Insert, Priorität 10. Green sollte auch gehen. Eventuell kann er rausnehmen, wiederum nur unten. Kann das sein? Weil hier nimmt es auch nicht raus. Das hier ist wahrscheinlich nur der Stromeingang. Gut, er packt aber auch die Rosinen hier noch gar nicht rein. Eieiei, so, hier machen wir In and Out. Lock. In and Out. Always Active. So, jetzt sollte er zumindest den Rosinen hier reinpacken. Genau. Und jetzt sollte er hier Extract Charcoal rein. Macht er aber nicht. Und der nimmt er jetzt raus. Das heißt, wir können hier theoretisch Folgendes machen. Wir können hier auf nur auf Insert gehen. Und den Filter rausnehmen. Weil da geht eh nur das Holz rein. Und dann gucken wir jetzt, ob er dann von unten die Sachen rausnimmt. Oh nein, wieso war das denn jetzt mehr? So, und zwar Extract. Alles, ne? Kann ruhig alles rausnehmen. So, jetzt sollte er die Charcoal rausnehmen, aber nicht das. Wunderbar, so funktioniert's. Damit landet die Charcoal da, aber wird ja auch hier gebraucht. Und somit können wir es hier genauso machen. Also es gibt beim Ofen also Eingang, oben was reinkommt, seitlich der Treibstoff und unten was rauskommt. Extract. Always Active und so haben wir auch die Kammern getrennt, brauchen gar keine Filter, außer hier oben, wo wir sagen, was rein soll. Und das ist dann nicht In und Out, sondern das ist nur Insert und zwar Resin und hier ist Insert nur Holz und hier ist Insert. Ja, eigentlich müssten wir da, ja, brauchen wir aber auch nicht. So, In und Out, das passt. Müssen wir eben kurz was essen hier. So, jetzt sollte also aus dem Sprucewood Charcoal werden. Aus der Resin, die müssten jetzt immer weniger werden. Warum ist das so? Warum gehen die nicht mehr als Insert? Geht da nicht mehr als 16 rein? Müsste es doch eigentlich, ne? Achso, die sind leer, okay. Hier müssten es immer mehr werden, genau. Und bei dem Holz ist wahrscheinlich ein Ofen zu wenig. Denn wir brauchen ja noch Charcoal, um diese Ashley-Buckets herzustellen. Machen wir Folgendes, da machen wir hier bei Treibstoff. Machen wir auch einen Filter rein. Und verbrennen da auch, machen das auch mit Holz. Perfekt. Da können wir jetzt nämlich die Charcoal hier reinschmeißen. Wo immer die jetzt hin ist. Achso, nee, passt. Gut. Ja, im Prinzip haben wir jetzt Teil 1 von 35 Milliarden Zutaten automatisiert. Indem wir das Holz hier verbrauchen. Wir stellen Charcoal her. Und wir haben auf jeden Fall hier unten müssen wir noch ein bisschen ausbauen, denn jetzt müssen wir diese Ashley-Buckets noch herstellen. Aber ich glaube, wir sollten dann Charcoal und das sollten wir dann zur Basis schaffen und das mit den ganzen anderen Sachen stellen wir der Basis her. Tja, und das Einzige, was wir jetzt noch überlegen müssen, warum macht er nicht weiter?
Antwort. Weil Sludge voll ist, nehme ich an. Oder brauchen wir einen Extender? Ja, bei Sludge müssen wir mal gucken, für was wir die gebrauchen können und wie wir die verarbeiten. Ansonsten zerstöre ich die einfach. Gut, Leute. Dann haben wir es, oder? Also hier entsteht Charcoal. Wir müssen natürlich gucken, wie die Gewichtungen sind, ob es alles so hinhaut. Aber wenn wir jetzt hier so drauf gucken, dann müssten wir jetzt hier sehen, wie sich die Sachen immer weiter verändern. So, der läuft raus, genau. 44 Rosinen, 53 Holz, nimmt Thema ab. Charcoal ist jetzt 1 Stack plus 10, 11, 51. Wir könnten auch Elektrofurnaces nehmen, das wäre ein bisschen schneller. Ja, Teil 1 unserer Farm. Leute, ich werde ein bisschen rumbasteln und vorstellen, mal gucken, ob ich das noch irgendwie optimiere. Sorry, wenn das ein bisschen verwirrend war, aber ich mag das ja, mit euch gemeinsam das zu erarbeiten und uns da irgendwie einen Reim draus zu machen. Und ich nehme an, der baut nicht weiter ab, weil Sludge voll ist. Obwohl die Sludge schon die ganze Zeit voll war. Ha, mal schauen. Euch danke ich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.